So Leute, ich war mal wieder im Internet unterwegs, diesmal auf Facebook. Und ich gucke so in meiner Freundesliste und da sehe ich überall kleine, süße, knuffige Hunde. Nicht. Ihr wisst ja, was ich von Snapchat und diesem tollen Trend halte. Und weil Snapchat ja so neu ist, muss natürlich jeder auch die Features ausprobieren. Und natürlich müssen jetzt alle kleine, süße, niedliche Hunde werden. So ein Bullshit! Überall sehe ich nur noch diese scheiß Snapchat-Hunde. Ich meine, überall! Warum ist Snapchat in letzter Zeit so fucking beliebt? Und wären die Hunde nicht schon schlimm genug, müssen alle schreiben, wie heißt ihr auf Snapchat? Weil die meisten natürlich keine Freunde haben, müssen ja natürlich im Internet fragen, wie die Leute auf Snapchat heißen. Wo ich mir wieder denke, geh ins fucking Real Life und such dir Freunde. Vielleicht findest du da ja kleine süße Hunde. Weil diese scheiß Hunde sind ja in letzter Zeit so beliebt. Ja, auf den Fotos, da machen sie es natürlich alle. Aber würde jemand in Real Life so rumlaufen? Nein. Und warum? Genau, weil es scheiße aussieht. Auf jeden Fall geht es jetzt bei den anderen Seiten, so wie Twitter, Facebook und Instagram, genauso los, dass alle sich scheiß Snapchat-Profilbilder machen. Und natürlich müssen da alle zu so einem scheiß Köter mutieren. So, schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr zu dem scheiß Hundetrend sagt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergiss nicht zu abonnieren, damit du nichts mehr verpasst. Ciao.